Ganz komisch. I hate this. Yeah. So. K1 Cobra Pistole. Ziel sicher. Keine Ahnung, was es macht. Es ist einfach nur an oder aus, aber die Sets bleiben anscheinend gleich. Munition mal für alles aufstocken. Wieder 1000. Gut. Von mir aus, ich halte so. Also, wo geht's hin? Machen wir mal hier drüben weiter. Hier haben wir noch 4 von 5. Beifahrer, Nebengeschäft. Wingsuit-Saboteur. Okay. Nebengeschäfte 0 von 1, Entdeckung 6 von 9 von 16, Alter. Und ich habe hier noch nicht mal alles aufgedeckt in dem Bezirk, weißt du? Das wäre jetzt wieder so Ubisoft-Ding, wenn du einmal so dieses Schnellreise-Ding, dann stellst du dich oben drauf, machst synchronisieren und dann siehst du alles, was in dem Bezirk abgeht. So, wir nehmen uns gerade mal dieses Auto. Schmettere Ladung mit Abschleppseil. Okay. Nee. Fängt man an, aus dem Auto zu schießen. Ja, wir fahren jetzt, oder? Hier rum. Okay, dann halt hier rum. Dieses Navi. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses Navi verwirrt mich eher manchmal, als dass es hilft. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Aber hier wurde mir gerade Ding angezeigt. Können wir auch gleich noch mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Looky here. Einmal Ding. Ach, guck mal, da oben ist das zweite. Wow. Da scheint sich auch jemand verkünstelt zu haben. Und das dritte ist. Ah, hier natürlich. Im umgestürzten Wasserturm. Alter, das sweet. Sieht. Das sieht doch auch wie eine Schanze aus, wo man benutzen kann für irgendwas. Wo geht man in der andere Richtung weiter? Wie einfach nur freies Gelände. Haben diese Schanzen auch irgendwas? Ist das auch eine Entdeckung? Weißt du was, wir testen es einfach mal. Wir haben ja gerade Zeit. Ich meine, wir wollen ja die Open World auch ein bisschen erkunden. Fahren mal so ungefähr bis zu einer Straßenkreuzung. Hoppala. Da wollte ich jetzt nicht hin. So ungefähr. Das müsste reichen. So, jetzt nehmen wir ja einmal Anlauf. Wenn da nicht einer genau jetzt über Ding fahren tät. Und. Ah! Diese unebene Straße. Also, was heißt Straße? Die Schiene halt. Ich hab schon wieder dieses Geigerzähler-Ding da von irgendeinem. Da. Okay, bringt aber nur Airtime irgendwie, also. Better start praying! Bottle out! Was willst du schon wieder? Das mag ich mal gar nicht. Und tschüss. Ah, immer dieses Feuer.
Motherfucker! Ja, natürlich, Motherfucker. Ah, diese Autosucherei. Ach, guck mal, hier, da und am Wartezentrum. Aua! Schon wieder so einer von diesen. Oh, gleich zwei. Oder was? Jetzt. So. Da rennen sie wieder davon. So, alles wieder aufsammeln. Bekanntheit zurückgesetzt immer. Habe ich ihn doch markiert. Ach so, ja, stimmt. Ja, die nächste Ding. Kann ja nicht gleich da hinten weitermachen. Hoppala. Hoppala, mein Fehler. Nee, eigentlich nicht, aber egal. So, was müssen wir hier machen? Besiege Gegner. Ja, Mann, brenn, brenn! Ah, jetzt brenne ich wieder, verdammt! Oh. Kann ich da rein? Ich will da rein. Komm. Warum kann ich da nicht rein? Achso, man drückt einfach direkt neben Boot E, dann ist man automatisch drin. Und obwohl es ein Segelschiff ist, kann ich beschleunigen wie ein Motorboot. Die Bojen, die da dran hängen, die lassen sich natürlich von dem fließenden Wasser auch gar nicht beeindrucken. Und diese Unschärfe, die immer passiert, wenn man dann damit unterwegs ist, ich weiß nicht so ganz. Also deswegen finde ich wieder so ein bisschen kacke aus, wenn es links und rechts so ganz unscharf wird. Das ist ein bisschen ein grüner Flitzer da. Ein Jetski. Das sieht aus wie ein eigenes Jetski, oder? Ich halte mal, das wird ja schon mal ein Boot. Oh mein Gott. Ist es da wo es Licht oder lang es hier? Ne, muss anscheinend in das Ding rein, oder? Newsflash, Santo. Und natürlich hat dieses Boot ein Autoradio. Wie könnte es anders sein? Officials confirm Los Panteros were also involved in the incident. Their leader, Sergio Velez, died in an altercation with the Nawali, an escaped fugitive. Marshall declined to comment on the train. Ach so, ja, der Marsch geht natürlich eindeutig durchs Gebäude durch. The death of Sergio. So, ich hab die Miami. Oh! Den habe ich schon bekommen. Oh, ich kann den anpassen. Oh je, jetzt pass auf, Voreinstellungen. 12.000. Aber das heißt. Okay, ich habe nur Dach und Zierstreifen. Also Dach. Also Dach 1 ist quasi Cabrio. Dach 2 ist Vollluxus. Das ist nur so ein Bügel.
Das ist schon ein kleinerer Bügel. Das ist der Polizeibügel. Alter, das sieht ja aus wie ein Patrouillenboot. Und Dach 7 ist... Was ist jetzt der Unterschied zwischen... Okay, der Unterschied zwischen Dach 7 und Dach 1 ist nur, dass da hinten nochmal so ein paar Luftansaughutzen dran sind. Ah, und das kostet alleinig 12.000. Ja, dann nehmen wir doch das da. Zierstreifen. Ah, dass ich nicht ein bisschen weiter rauszoomen kann. Da muss ich eigentlich das da nehmen, gell? Karosserie-Mods. Also es gibt nur die... Okay, ja. Audio. Okay, ich kann an dem Boot kann ich kein Motorengeräusch machen, warum auch immer. Ja, Voreinstellung will ich nicht. Oh, Aufkleber gibt's noch wieder. Aufkleber 1. Flagge und Glory. Okay, es sind dieselbe. Es sind halt einfach dieselben beschissenen Aufkleber. Tarnmuster Badlands. Versicherungsbetrug. Aufkleber 2. C4. Regatta. Police. Boothilfstreifen. Okay. Die Innenausstattung werde ich natürlich so komplett sehen. Fenstertönung. Ja, natürlich. Absolut. Es ist einfach. Also, warte mal, wenn ich jetzt Karosseriefarbe 1, Metallic, Glanz, Lack. Wenn ich das jetzt ganz weiß mache. Karosseriefarbe 2. Aus. Karosseriefarbe 2. Okay, das ist nur da unten. Und wenn ich jetzt Karosseriefarbe 1 in Rot mache, dann sieht man es gar nicht. Dann lassen wir es lieber schwarz, okay. Aber sind ja jetzt zwei verschiedene Aufkleber übereinander. Ach, das gehört dazu. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir mal so. Ja, speichern und verlassen. Kann ich das Ding da auch anpassen, oder? Anpassen. Voreinstellung. Ach, deswegen kann ich natürlich auch Ding. Alter, das Boot ist zu groß. Also, warum kann ich hier nicht weiter rauszoomen? Und warum steht mein Charakter da hinten irgendwie rum und ich krieg nicht mal das Boot komplett drauf? Voreinstellung. Voreinstellung anwenden. Aber kostet mich halt nichts. Karosserieergänzung. Ich sehe halt. Karosserieergänzung 2 sind die Bojen. Eins ist Geländer, 2 ist Geländer mit Boje, 3 ist gar nichts. Dachaufbau 1, Dachaufbau 2. Ah, ich kann den dann schon aussehen lassen, als wäre das Segel gehisst. Okay. Okay, und Voreinstellung wäre halt im Prinzip so nur ohne Dach, nur ohne Segel komplett. Da öffnet sich wieder der Ding, der Sprachassistent auf dem Tablet aus irgendeinem Grund. So. Wo fahren wir als nächstes hin? Da. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal die Jetski. Alter, haben die da so eine Milchstraße irgendwie PNG an den Himmel geklatscht, oder was? Nein. Oh, ich bin gerade wieder zurück ins Wasser geflogen, eigentlich. Und das sieht halt schon irgendwie so Hubble-Teleskop-mäßig aus, oder so irgendwie.
So, hier will ich jetzt ans Land. Da hätte ich jetzt auch irgendwie erwartet, dass das Ganze ein bisschen weiter fliegt. Autos werden als was weiß ich wie weit weggeschleudert. Guck mal, dieses scheiß Pferd, das sieht doch aus. Okay, das ist nochmal ein Pferd. Aua. Da hat es mich gerade an der Nase gejuckt, da habe ich jetzt nicht geguckt. Excuse me! Excuse me, du mich auch, ja. Schon wieder. Aber da hinten leuchtet doch was lila, oder? Oh nein, das ist... Oh, Leute, Versicherungsbetrug ist doch rum. Hört auf, mich anzufahren. Das sieht doch genauso aus wie dieses eine Ding, was ich im Blumenbeet gefunden habe. Zu weit weg. Müll von Struff. Last thing we need in this town is a master thief. Sieht kacke aus. Den stelle ich garantiert nicht bei mir ins Hauptquartier. So, besiegt den Gegner. Who knew we live near a master thief? This is our business, not this. Ja, aus der Entfernung ist Schrotflinte schon wieder nicht mehr zu gebrauchen, gell? Hallo? Alter, wo kletter ich da hoch? Da hoch, ich will euch abmolzen da oben. Da geht's hoch. Wo ist der andere? Ist runtergefallen. Hier die Gegner durch den Eisenschild. Na gut, dann ist halt so. Hoppla. So, euer Backup ist mir gerade egal. Was haben wir hier? 4 von 5. Ja, dann machen wir doch hier unten noch den Rest. Also das Ding fährt jetzt hier mal total langsam. Jetzt geht's langsam. Ah. Yeah, me angry. Me angry too. Saints have really been pushing out Los Panteros. Hier ist doch noch wieder irgendwo. Ich riech's doch irgendwo, oder? Ja, nein. Bestimmt irgendwo oben, oder? Ja, mach doch was ihr wollt. Ich guck noch meinen. Da drüben sind die Drogen. Cha-ching. Da sind die Drogen. Check this out. Und da drüben sind irgendwo nochmal welche. Jawohl, ja. Surprise, surprise. Aua. Problem. Weg mit dir. Hoppla. Ein Fehler. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Gut. So,
da sind gleich nochmal Drogen. Wo sind sie? Wo sind sie da oben auf dem Dach? Ich hab's doch gesehen. Ah, da sind gleich nochmal welche. Bingo. Bingo. Check this out. That's what you think. I'd be like Bolo Ties gonna make a comeback. Wo sind sie? Hab ich verpasst? Ah, hier vorne. The Saints, the Saints have been handling Los Panteros. It's my lucky day. Hobo, was ist los? Hoppala. Hoppala. Flash me once, Blumbing. Schauen, wer habe ich gebrochen. This I like. Besiegen Gegner. Why was I late? Do you see the sun? No surprise there. Ach, komplett in die Ebene. Too easy. Too easy. Das ging jetzt mal echt easy. Hat gar keiner die Chance gehabt, Verstärkung zu holen. Oh, nehmen wir euren Laster hier. Ein Laster mit dem Zaster, gell? Dann würde ich mal sagen, hier haben wir 5 und 5. 5 und 5. Ja, dann machen wir einfach mal hier, machen wir mal das Gebiet noch durch. Dann fahren wir mal hier hin. So, da ist zum Beispiel auch wieder, jetzt sagt er ganz links, jetzt sagt er die nächste links und ich fahre jetzt eins geradeaus und fahre dann links, weil mir das logischer erscheint. Jetzt wieder aber ganz geradeaus. Also, da war eine Ampel im Weg. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Jetzt haut er natürlich schon ab, weißt du? Kaum ist er der Letzte, da nimmt er Fersegeld. Hey, apropos. Kann ich dieses Ding mit dem Geschütz hinter drauf klaue? Was passiert, wenn ich jetzt E gedrückt halte? Geht sie dann automatisch? Ne, sie geht oben aufs Dach. Aber ich kann mit dem Granatwerfer von hier oben schießen. Auf dem Dach surfen. Das will ich aber auch gar nicht. Jetzt irgendwie blöd, ich kann dieses Geschütz dahinter gar nicht benutzen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich da hinten ein Geschütz drauf habe und ich dann lange E drücke, dann wird das Ding auf dem Dach surfen. Ich will aber ans Geschütz. Aber wenn ich wieder E drücke, dann steigt sie nur wieder ein. Jetzt schießt sie wieder mit der Maschinenpistole aus dem Fenster. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Oder geht es dann irgendwie nur im Koop? Muss ich mal noch probieren. Weißt du was, wir fahren mal schnell heim und speichern diese Karre. Ob dann im Koop einer fahren kann und einer kann schießen. Aber ich glaube es fast nicht. Weißt du, dieses Spiel ist so individualisierbar. Du kannst sogar rechtes und linkes Ohr einzelne Schmuckstücke kaufen und alles Mögliche. Aber das ist wieder... So, halt, ich muss erst das Ding der Marker umstellen. Ich will ja hier oben hin. Nein, ich möchte nicht schnell reisen. Ich möchte hingeführt werden. Weil das wäre halt echt cool, wenn du dann Ding... Das, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre eine Funktion, die würde ich mir für dieses Koop hier... Die würde ich mir fürs Koop hier drin richtig wünschen. Dass du dann sagst, ja, okay, pass auf, einer kann fahren und einer kann schießen. Und aber halt nicht nur mit der Maschinenpistole aus dem Fenster schießen, sondern wirklich mit diesem Geschütz da hinten. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das dann wirklich nur in diesen Beifahrermissionen geht oder ob das dann schon wieder... Ja, schon wieder... Weiß nicht, zu viel für Spiel ist. Hoppala, das wollte ich jetzt gar nicht. Und dieses Spiel bringt halt auf der einen Seite so dermaßen viele kleine Gimmicks, wo du eigentlich denkst, das ist unnötig. Also sowas wie linkes und rechtes Ohr. Oder du kannst, weißt, dein Auto, das Auto-Customization, was wir in unserem Abschlepptruck gemacht haben, dass du da sogar so Kotflügel-Erweiterungen und eine Dachspoiler am Abschleppwagen und verschiedene Rundumkennleuchte und wirklich ein Arsch voll, was du da alles machen kannst. Aber du kannst nicht auf F gedrückt halten, dass nur die Hupe geht und du kannst F antippen, dass er die Sirene anmacht. Das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Oder natürlich Lexington anpassen. Karosserie, Mods, Seitenschürzen, Spoiler. Nee. Dachaufbau. Okay, ja, ich kann Scheinwerfer drauf machen, geil. Seitenschürzen. Es geht halt schon brutal viel, gell? Dach, Spiegel, Motorhaube. Das ist halt übertrieben einfach. Das ist alles übertrieben. Auch noch übertrieben. Das fällt mir irgendwie am besten. Nee, kaufe ich jetzt nicht. Kühlergrill, Auspuff, Stoßstange, Unterbau, Antenne. Upgrade Kit, ikonische Fähigkeit, Voreinstellungen, Lack, Unterbau, ohne. Ah, Unterbau ist... Nee, Stoßstange. Die Panteros haben es schon mit der Autos, muss ich ehrlich sagen. Ausstattung. Nitro, Offroad Kit, Abschleppseil. Karosseriemods. Aber ich habe jetzt kein Ding gefunden, wie ich das. Wie ich das Geschütz hinten weg oder dran bauen kann. Ich hätte jetzt ja schon gerade irgendwie gedacht, das Spiel stuft dieses Geschütz gar nicht als Waffe ein, was du, wo du damit schießen kannst, sondern nur irgendwie so als Aufbau. Aber stimmt, auf dem ist der auch drauf. Jetzt ist gerade mal über...